Ja, herzlich willkommen zur zweiten Runde heute im Corona-Untersuchungsausschuss, die siebte Sitzung. Wir beschäftigen uns mit der Thematik der Masken und haben jetzt zugeschaltet Dr. Hans-Joachim Marz. Er ist Psychoanalytiker und wird uns jetzt die psychische Dimension des Maskentragens näher erläutern. Herr Dr. Marz, ich freu mich, dass Sie da sind. Ja, wir haben einiges schon gehört zu der medizinischen Komponente und auch zu den juristischen Aspekten des Maskentragens. Das hat ja jetzt gerade auch eine ganz neue Dimension gewonnen, weil das ja jetzt auch in den Schulen verstärkt zur Anwendung kommen soll und damit natürlich auch noch eine ganz andere Gruppe von Menschen erreicht, die das vielleicht auch teilweise nicht so gut rationalisieren können, was da so passiert. Was können Sie uns denn sagen, welche Dimensionen so auch psychische Natur da beim Maskentragen berührt sind? Ich bestätige erst noch mal, dass es drei Dimensionen gibt. Die körperlich-medizinische, die psychische, psychologische und eine soziale. Die psychische ist im Wesentlichen mit Angst verbunden. Also die Maske, ein Symbol für Angst und Ängstigung. Das heißt, wenn ich eine Maske aufsetze, sagt mir das ja selbst, hier ist eine Gefahr, ich bin in Gefahr, ich muss mich schützen. Das ist sozusagen die Einbildung oder die Überzeugung. Und wenn ich andere sehe mit einer Maske, stelle ich unwillkürlich fest, das ist einer, der sich schützt oder der mich gefährden könnte, weil er irgendwas sozusagen mit der Maske zurückhalten will, also irgendeine Infektionsgefahr. Das heißt im Grunde genommen, dass man mit der Maske permanent in einer angst- und ängstigenden Situation ist. Also Gefahr ist, ich muss mich schützen oder ich bin selbst ein Gefährder. Das wird ja oft eingerichtet, wenn wir zum Beispiel hören, Kinder sollen nicht zu den Großeltern gehen und so weiter. Und das heißt ja im Grunde genommen, mit der Maske setzt sich der Mensch in einen permanenten Stresssituation oder er wird in eine solche Situation gesetzt. Das hat natürlich Auswirkungen. Ja, man ist gehemmt, unsicher, eingeschüchtert. Und nach meiner Beobachtung habe ich festgestellt, es gibt vielleicht drei, ich sage mal ganz simpel, Typen von Menschen im Umgang mit der Maske. Die einen, die die Maske nur allzu gern aufsetzen, weil sie glauben, das ist fast eine magisch-mythische Überzeugung, damit seien sie geschützt oder befolgen eine Unterwerfung, ein Gehorsamsgebot und fühlen sich dadurch als besonders wertvolle und gute Menschen. Also die, die das wirklich gerne aufsetzen und die, wenn man im Streit mal kommt, dann auch sehr heftig angreifen können, jemanden, der keine Maske trägt oder tragen will. Eben du bist jetzt sozusagen schuld an unserem Unglück oder du bist eben der Gefährder, der Feind. Das ist, geht dann über in die sozialen Auswirkungen. Also diese Problematik, dass man praktisch sich selbst einschüchtert und einschüchtern lässt, ist im Grunde genommen hat eine erhebliche Auswirkung auf das Sozialverhalten auch. Also im Sozialen droht zunehmend die Gefahr, dass sich eine Spaltung, wenn eine soziale Spaltung, in die, die gerne die Maske tragen und die, die das ablehnen, dass praktisch im Grunde genommen eine dadurch, dass eine Maskenpflicht überall besteht, die ganze Gesellschaft sich spaltet mit der Gefahr, dass jetzt ein solches Problem, eine Konfliktlage, Maske ja oder Maske nein, dazu beiträgt, alle äußeren und inneren Konflikte und Belastungen davon abzulenken. Also wir beobachten, dass auf die Maske innere Themen projiziert werden. Also wenn ich die Maske trage, bin ich geschützt, versuche ich meine Angst zu beherrschen. Das heißt, es geht dann nicht mehr nur
um Ängste vor einer Infektion, sondern wir haben ja alle irgendwelche inneren Ängste. Also bin ich gut genug, lebe ich richtig, habe ich das und das gut gemacht, bin ich an irgendwas schuldig? Und es besteht die Gefahr, dass diese inneren Ängste, von denen wird jetzt abgelenkt auf die äußere Corona-Situation, und der Projektionsweg ist sozusagen die Maske. Man kann auch bei den Menschen, die besonders heftig gegen das Maskentragen protestieren, sagen, dass die auch einen Protest, auch wieder innerseelische Situationen, gegen die sie eigentlich protestieren, die ihnen nicht gefallen, die sie belasten, jetzt sozusagen auch nach außen projizieren, also wie wir sagen, externalisieren und jetzt besonders heftig dagegen protestieren, eine Maske zu tragen. Also ich will damit sagen, dass dieses aufgezwungene, also die Maske als ein aufgezwungenes Symbol sehr stark dazu beiträgt, dass Menschen projizieren können. Also einmal die Hoffnung auf Rettung, auf Schutz und auf die anderen als Ausdruck, jetzt können sie endlich mal protestieren und ärgerlich und wütend sein und sind damit im Grunde genommen von realen Konflikten ihres Lebens, aber auch der Gesellschaft abgelenkt. Es geschieht also im Moment ein sozialer Kampf auf Symptomebene, Maske oder nicht. Es gibt eine dritte Gruppe von Menschen, zu denen ich mich auch zähle, die im Grunde genommen versuchen, rational, vernünftig, so wissenschaftlich wie es geht, sich einen Eindruck zu machen über den Wert der Maske. Und wenn ich zum Beispiel zu der Erkenntnis komme, die ist absolut unsinnig geworden und wie gesagt gefährlich, weil sie eben eine solche Angstprojektion macht, dann erlebe ich sozusagen meine Ohnmacht oder wenn ich ohne Maske einkaufen gehe, praktisch die ständige Konfliktsituation. Und das ist ein anderer Stressfaktor. Also ich bin nicht mehr überzeugt, dass die Maske überhaupt einen Sinn macht, muss sie aber tragen oder wenn ich sie nicht trage, werde ich angefeindet. Das heißt, auch dadurch komme ich in einen Stresszustand. Also nochmal, ich sehe diese drei Typen, die es sehr gern tragen, die damit, das sind vor allen Dingen auch Menschen, die sehr abhängig sind, sehr selbstunsicher sind, die froh sind, endlich wieder gehorchen zu können, die auf Teufel komm raus ihre Maske verteidigen werden, eben weil die Maske inzwischen dann alle ihre anderen Sorgen und Ängste trägt. Die eine Gruppe, die andere Gruppe, die heftig protestiert und damit auch etwas auf die Maske projiziert, nämlich vom eigenen Unmut, von der Dysphorie, von der Lebensunzufriedenheit, endlich wieder ein Objekt, auf das man schimpfend reagieren kann. Und die dritte Gruppe derjenigen, die aus Vernunftsgründen, Einsichtsgründen, aus wissenschaftlichen Gründen sagen, das ist Unfug, das ist gefährlich, das schafft mehr Schaden, als es helfen könnte, die aber das tragen müssen und dadurch in einen chronischen Stresszustand geraten. So viel erstmal vielleicht. Ja. Also ich meine, es ist ja so, wir haben natürlich auch die der ganzen Geschichte geht ja natürlich auch diese Phase voraus, ja, wo also jetzt in Bezug auf den Virus, also wenn man dann die Bilder aus Italien gesehen hat und so, da ist ja doch auch eine sehr große, also bei vielen Leuten eine sehr große Angst entstanden, ja, also die jetzt auch sich natürlich jetzt verkörpert in dieser Maske, aber wo ja auch bei den Menschen, die unabhängig, ob sie das jetzt mögen oder nicht, ja, eben ja auch so eine, da wird ja eigentlich immer was wieder aufgerufen. Also es wird ja auch immer dieses, also auch beim Bild, ich guck rum, ich sehe diese Leute, die alle eine Maske anhaben. Also ich habe ja dann entstehen Bilder im Kopf von irgendwelchen Filmen, Andromeda gab es, glaube ich, mal so einen futuristischen Film, wo auch irgend so ein Virus aus dem All kam oder so und die Leute dann in diesen Anzügen da unterwegs waren. Also da entstehen ja so Bilder im Kopf oder eben auch dieses, also das hat ja auch so einen, also irgendwie würden Sie sagen, das ist auch so eine, das ist ja eine Aufrechterhaltungskonstellation möglicherweise, dass man so traumarepetierend da irgendwie unterwegs ist, kann man das so sehen?
Oder wie? Das muss man so sehen. Es ist eine permanente Traumatisierung oder Reaktivierung von seelischen Traumata, eben genau so wie Sie es sagen, mit der Maske wird permanent eine Gefahr, eine Gefährlichkeit, eine Bedrohung signalisiert. Sowohl wenn ich andere mit Maske sehe, aber auch wenn ich sie aufsetze, sage ich mir ja auch, ich muss das tun, um mich zu schützen. Jedenfalls sagen das viele. Also so gesehen ist zu fürchten, dass wir über längere Zeit erhebliche Probleme damit bekommen, dass in den Menschen sehr viele ihrer latenten Ängste, die jetzt mit Corona gar nichts zu tun haben, aber durch diese permanente Angst, Panik geschürte Situation, werden diese Ängste wieder aktiviert, aber nicht realisiert, nicht analysiert, nicht verstanden. Sie werden hineingepackt in diese Corona-Problematik und werden damit natürlich überhaupt nicht gelöst, nicht mal verstanden. Und das ist für längere Zeit die Gefahr. Sag mal, die Menschen werden seelisch wieder wund, ja, wenn man so will, weil alles, was irgendwie abgelagert, beruhigt war, kompensiert war, abgelenkt war, wird jetzt hochgerissen wieder innerseelisch und aber wird nicht gelöst. Wird ja im Grunde genommen in eine einseitige und absolut falsche Richtung gerichtet sozusagen. Und das wird für viele Menschen eine sehr lange Zeit brauchen, dass wieder beruhigt werden kann. Also wir werden eine Zunahme von therapiebedürftigen Menschen haben und es sieht eher nicht so aus, dass das realisiert werden könnte. Also jeder Tag, der länger eine Maskenpflicht bringt, verschärft diese psychische Problematik mit all ihren späteren Folgen. Ja. Eine Personengruppe, die logischerweise zwischen die Fronten gerät, und zwar die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen. Und da müsste man, glaube ich, nochmal ein Augenmerk drauf richten, was passiert eigentlich mit den Leuten. In den Medien heißt es immer, gegen den Maskenmuffel muss stärker vorgegangen werden. Nun erkennt man die Leute ja nicht. Man kann sie ja nicht von dem eigentlichen Maskenmuffel unterscheiden, entsprechend kriegen die natürlich jetzt unheimlich viel ab. Man wird aus der Bahn rausgeschmissen, man wird angefeindet, wie, ich sag mal, der Maskenmuffel, der tatsächlich auf Konfrontation aus ist oder wie wir das auch immer nennen möchten. Und ich frage mich, wie soll man da gesellschaftlich wieder rauskommen? Langfristig. Also der wird Schaden nehmen und die Fronten verhärten sich doch immer mehr. Gibt es da einen Ausweg? Ja, also Sie sprechen genau das an, was ich auch beobachte. Also mit der Spaltung der Gesellschaft hat diese Corona-Situation mit der Maske, und es wird noch schlimmer werden mit der Frage des Impfens, da wird die Spaltung der Gesellschaft nochmal verschärft werden. Also Maskenträger oder Gegner, Impffreunde oder Gegner. Das wird also die Gesellschaft, sagen wir, kollektiv spalten. Das sind dann Spaltungsmechanismen, die den sich keiner entziehen kann. Und das sind im Grunde genommen die schlimmsten sozialen Auswirkungen, dass sich damit die Gesellschaft in Gruppen feindselig gegenübersteht, und zwar sehr bedrohlich. Diese Stimmen hört man ja jetzt schon. Wenn einer keine Maske tragen will, dann wird er als Gefährder. Du bist schuld, dass unsere Maßnahmen nicht so erfolgreich sind. Das heißt, man wird stigmatisiert, aber in einer ganz bedrohlichen Weise. Also es wäre derjenige, der sich weigert, eine Maske zu tragen oder später sich impfen zu lassen, eben schuld am ganzen Elend oder den Problemen dieser Welt. Also ich bin verzweifelt in dieser Situation, weil ich weiß, wie schwierig das ist, solche Spaltungsmechanismen behandeln zu können, weil es immer darauf dann, also nicht nur Aufklärung, Information, das, was Sie machen, was wir bemüht sind, eben in die Diskussion zu bringen, das ist ganz zwingend notwendig. Aber wenn man jetzt bedenkt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass mit dieser Angst und Ängstigung sehr viele latente seelische Probleme wieder aufgewühlt werden, alte Traumatisierung,
ja, die jetzt überhaupt keine Lösung finden, kein Verständnis finden, die wirken aber weiter. Die wirken mit Sicherheit wesentlich länger weiter, auch wenn mal die Maskenpflicht vorüber wäre, weil das ja innere Belastungen und Traumatisierung sind, die bestehen ja schon 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie alt der Mensch ist. Und das Aufgewühlte, was vielleicht über längere Zeit kompensiert war, dadurch, dass man halt gute Beziehungen hatte, gute Arbeit hatte, dass man sich selbst irgendwie in angenehmere Lebensumstände hat retten können, sind ja die Traumatisierungen beruhigt, aber sind ja nicht verschwunden. Aber die sind wieder aktiviert und das wird heißen, wir werden über lange, lange Zeit seelisch schwer belastete, wieder aktuell traumatisierte Menschen, also ihre Traumata wieder aktiviert sind, haben und das wird praktisch den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr stark und sehr lange belasten. Ich glaube, Dr. Wodak, Sie wollten eine Frage stellen? Ja, ich habe eine Frage. In dieser Situation, wenn ich das selbst nicht lösen kann, wenn ich in diesen Konflikten bin und da so viele Dinge dann aufgeladen werden auf dieses Symbol Maske, ist man da nicht dann auch sehr leicht verführbar, wenn jetzt jemand von außen Lösungen verspricht, dass kollektiv da jetzt eine Lösung angeboten wird, die mich ähnlich wie beim Ablasshandel, wenn du da mitmachst, dann kannst du wieder entlastet sein. Ist das nicht sogar das Marketing, was man jetzt zum Beispiel benutzt, um uns zu Dingen zustimmen zu lassen, die wir sonst niemals zulassen würden, bezüglich der Abgabe unserer persönlichen Daten, bezüglich der Mitmachen bei einer Impfung. Wir stehen ja jetzt ganz viel zu. Und wenn man das verbindet mit dieser Entlastung, ja, wenn ihr das macht, dann ist das alles nicht mehr so problemisch. Da habt ihr keine Schuld mehr und dann braucht ihr auch keine Angst mehr zu haben. Dann passen wir auf euch auf. Also dieser Mechanismus, der scheint mir sehr teuflisch zu sein dabei. Das scheint mir etwas zu sein, was, ich denke, das muss man genau analysieren. Das beschreiben Sie sehr gut. Ich sehe das genauso. Wenn man etwas noch von der sozialen Bedeutung der Maske nimmt, dann würde ich sagen, das ist in erster Linie ein Symbol der Unterwerfung, also pro tau unter sozusagen notwendige Ergebenheit und so weiter. Der Gesslerhut. Ja, der Gesslerhut, ja, wenn man so will. Und diese Verunsicherung, die damit jetzt geschürt wird und aktiviert wird, trägt wirklich dazu bei, dass Menschen jede mögliche Rettung sich wünschen. Und von daher ist aus meiner Sicht zu fürchten, es wird sehr viele Menschen geben, die sich illusionär in die Rettung durch eine Impfung flüchten wollen. Ich höre immer wieder selbst Stimmen, ja, mit der Impfung, das ist vielleicht nicht so sicher und so weiter. Aber ich lasse das auf jeden Fall machen, in der Hoffnung, dann bin ich erstmal geschützt und bin gehorsam und erfahre sozusagen soziale Anerkennung. Für mich ist das ein Mechanismus, den Sie auch eben nochmal beschrieben haben, der in der Lage ist, Menschen bis zu, also nicht nur solchen potenziell selbstschädigenden Verhalten zu bringen, sondern auch zu sozial destruktiven Verhalten, was wir ja auch schon beobachten müssen. Zum Beispiel die Denunziationsrate hat ja zugenommen. Ja, da beginnt ja im Grunde genommen eine soziale Feindseligkeit, die am Ende, wenn sich eine solche Situation weiterhin zuspitzt, bis hin zu kriminellen Verhalten zu befürchten.
letzten Tagen, wie werden die diffamiert? Ja, da ist dieser Mechanismus schon zugange. Ja, und Sie erfahren es ja auch am eigenen Leib. Ja. Ich habe noch ein Beispiel. Also wir kriegen ja sehr viele Zuschriften jetzt auch, wo die Leute da schildern, was sie so erleben. Und ich habe den Eindruck, das geht auch in so eine, dass ich auch so mit den Personen, also mit dem Nicht-Maskenträger, jetzt der aber das aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen tun muss, sich trotzdem da so eine Anhaftung von fast so was Kriminellem, Sozialzersetzendem irgendwie an dem festmacht. Ja, also ein Beispiel war zum Beispiel, schrieb jemand, dass die Dame in eine Tankstelle ging und wollte bezahlen und sich gleichzeitig noch irgendein Getränk da nehmen und da bezahlen, und dann hatte sie keine Maske und sagte, sie hätte eben, also sei befreit, und hatte dann aber in dem Moment nicht das Attest parat. Ich weiß gar nicht genau, ob man das Attest dann um jeden Preis vorzeigen muss oder. Also ich glaube, das ist noch nicht mal so. Und dann wurde gesagt, sie solle doch an den Nachtschalter kommen. So, und da war die Person auch bereit und wollte dann das Getränk mitnehmen dorthin. Wurde dann aber angeherrscht, ja, sie müsste dieses Getränk abstellen. Und dann sagte noch jemand mit Maske, der vorbeiging zu der Dame, ja, man hätte wohl Angst, dass sie diese Flasche klaut. Also das ist ja, ich meine, hat jemand getankt und will dann nach draußen gehen, um zu zahlen, und hat gleich sich eine Flasche in der Hand. Also ich meine, wo hätte es das denn früher gegeben, dass man da gleich die Vermutung hat, jemand möchte jetzt mit einer Cola-Flasche oder was immer für 2,50 Euro durchbrennen, wenn er da noch das Auto stehen hat. Und nur weil er eben jetzt offenbar irgendwas zeigt, an dem sich so eine sozial zersetzende Einstellung irgendwie festmachen kann. Also das fand ich jetzt schon auch ein bisschen erschreckendes Beispiel. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Es gibt ja ganz anderes auch, was wir mit den Kindern gehört haben, was dann teilweise da für ein Druck ist und so weiter. Aber das ist ja schon ein schlimmes Beispiel deshalb, weil ich habe ja mein ganzes Berufsleben mich immer befasst mit der Psychodynamik des Mitläufers und des Mittäters. Ja. An diesem Beispiel merkt man ja, dass in ganz individuellen Verantwortlichkeiten es bereits eine zugespitzte eben Angst- und Hasspotenzial sich angehäuft hat, dass dann Dinge, wie Sie es beschreiben, gefordert werden, die also irrational sind, aber geeignet sind, eine starke soziale Feindseligkeit zu produzieren. Also bis hin zu den ganz individuellen Entscheidern, also gar nicht die hohen politischen Entscheidern, sondern es wird dann eben schon übernommen von den Mitläufern, und dort ist es häufig noch sehr viel krasser und böswilliger und hassvoller, als es also verordnet ist oder gar sein müsste. Und diese Problematik, wie sich eine solche geschürte Bedrohungssituation wieder in den Seelen breit macht, um einerseits Mitläufer zu sein, um damit zu den angeblich Guten zu gehören, die gehorchen, die alles machen, und damit spalten in die anderen, die sich irgendwie widersetzen, und damit eben eine Feindseligkeit sozial produziert wird. Die halte ich für den Zusammenhalt der Gesellschaft für hochbedenklich. Also, weil man weiß, so entstehen dann totalitäre Verhältnisse, autoritäre Verhältnisse. Der eine große Teil besteht dann aus den Mitläufern, und die anderen, die werden verfolgt. Das Besondere ist ja, dass die Mitläufer, die sich dann als die Erfolgreichen, die Guten verstehen, die jetzt das alles mitmachen, gar nicht mehr realisieren, dass sie in der Verfolgung von Andersdenkenden, von Kritikern, ein hohes Hasspotenzial ausleben. Das heißt, ihre innerseelische Problematik wird jetzt sozusagen auf das Mitläuferverhalten zentriert oder projiziert. Man fühlt sich dann besonders gut, aber die eigene innere, hassvolle, aggressive, unbewältigte seelische Problematik muss dann sozusagen abgelenkt werden. Also der Mitläufer, der Gutmensch, wenn man das mal so in Anführungsstrichen setzt, braucht Feinde. Er muss andere Menschen denunzieren und verfolgen, sonst kann er sich nicht als Mitläufer gut genug fühlen. Ja. Beängstigend. Und sagen Sie, jetzt hatten Sie ja die DDR-Geschichte angesprochen. Also ich meine, ist denn das, also ich habe jetzt
teilweise sogar das Gefühl, dass Leute, die jetzt in die DDR also bewusst wahrgenommen haben und vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie da vielleicht auch bespitzelt wurden oder dass man eben da so ein bisschen angstvoller auch oder nur mit bestimmten Leuten Klartext gesprochen hat oder so, weil man sich eben adaptiert hatte an diese Situation. Also ich kann das jetzt, ich komme jetzt selbst nicht aus der DDR oder bin da nicht sozialisiert, aber so von dem, wie ich mir das jetzt so vorstelle, ist denn da auch, also ich habe jetzt tatsächlich bei manchen, die eben so sozialisiert sind, das Gefühl, dass die da auch ein bisschen mehr Abstand haben, teilweise sogar, vielleicht weil ihnen das bekannt vorkommt und da vielleicht jetzt auch gar nicht so mitmachen. Ich kann es jetzt aber nur so ein Gefühl, ich kann es jetzt nicht belegen durch Zahlen, sondern eben auch, weil ich jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern da ganz gut kenne und da habe ich also in dem konkreten Umfeld das Gefühl gehabt, dass das so eigentlich überhaupt gar keine Rolle da spielte. Aber das ist nur eine ganz bestimmte Situation. Würden Sie sagen, dass da so aus der Historie eine gewisse Bewusstheit sein kann, noch mehr auch zu was das führen kann? Oder ist das einfach nur, hat das nur was mit innerpsychischen Vorgängen zu tun, die sich, egal wie man sozialisiert ist, jetzt Sie müssen nicht von der Kanzlerin sprechen. Ach so, das hatte ich gar nicht gemeint. Ja, aber. Nein, also genau so ist es. Es gibt im Osten eben die Erfahrung, die DDR-Erfahrung. Und ich kenne viele Leute, die in der DDR gelebt haben, die sagen, hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so wird, wie wir es kannten. Und heute wird es von vielen sogar noch viel schlimmer erlebt, weil immer noch der Anschein erweckt wird, das seien demokratische Verhältnisse in einem Rechtsstaat. Die hatte man ja zu DDR-Zeiten nicht. Und da wusste man ganz klar, so das und das ist jetzt gelogen, das ist falsch, das ist geheuchelt. Und genau das wird von vielen wieder so erlebt. Also die Feststellung DDR 2.0 stimmt für viele. Und es setzt auch bereits wieder das ein, was in der DDR viele Menschen kultiviert hatten, auch zum Schutz und um sich da zurechtzufinden. Also die zwei Gesichter, das offizielle Gesicht und das private Gesicht. Man hat gespalten, was man nach außen hin sagt und was man im kleinen Kreis in der Familie oder in Freunden dann denkt und sagt. Das findet auch schon wieder statt. Viele Menschen sagen, ich traue mich wirklich nicht mehr. Ich sage nicht mehr, was ich wirklich denke. Dann habe ich nur Nachteile zu befürchten. Aber es beginnt wieder das Bestreben, in einem ausgewählten sozialen kleinen Kreis von Freunden, Angehörigen und so weiter, sich doch wieder zu treffen, sich auszutauschen, sich zu informieren und sich auch zu bestätigen, ob das, was man jetzt so denkt, auch stimmt, also auch im kritischen Austausch. Also dieses hat wieder zugenommen. Ich denke, dass der Protest, der in jeder Hinsicht aus dem Osten ziemlich deutlich kommt, hat etwas mit dieser DDR-Erfahrung zu tun und mit der Enttäuschung und der Ernüchterung, das noch mal erleben zu müssen. Ja, also das haben die meisten sich überhaupt nicht vorstellen können, dass solche Verhältnisse, ich höre zum Beispiel solche Stimmen, was haben die Westdeutschen uns auf uns herabgeguckt, mit welcher Arroganz, mit welchen Vorwürfen, wie wir gelebt haben und leben mussten. Und jetzt wird über Nacht sozusagen ein demokratisches System ausgehebelt und alle laufen wie die Verrückten mit Mundschutz rum und befolgen alle diese Maßnahmen, ohne wirklich eine bisher ausreichende Kritik und Protest anzumelden. Also jedenfalls im Parlament nicht. Also das ist für Ostdeutsche eine schlimme Erinnerung an unsere Geschichte, ja. Sie haben ja auch die Demonstranten angesprochen. Ich finde das auch einen sehr wichtigen Aspekt. Das ist ja nicht nur um, ich sag mal, die öffentliche Denunziation geht, wo dann wieder diese wundervollen Begriffe Covidioten, Corona-Leugner wird auch immer gleich in einem Atemzug, und übrigens, da waren auch Rechtsextreme und eine Reichsflagge haben wir auch irgendwo gesehen und die wird dann oben auf den Zeitungsartikel draufgepackt, repräsentativ natürlich für alle. Das ist das eine.
Aber man konnte das ja beobachten nach dieser Demonstration in Berlin, kamen gleich die politischen Reaktionen. Der erste Politiker kommt und sagt, das sei unverantwortlich und das geht nicht. Dann wird gesagt, ja, man müsste zwar in Deutschland so ein Demonstrationsrecht haben, aber... Und dann kommt das Aber und dann wird eben gesagt, ja, und die Leute haben sich nicht korrekt verhalten. Peter Altmaier kommt und sagt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Maßnahmen durchsetzen und dass wir die Strafen erhöhen, und die Leute stehen davor. Und ich habe teilweise den Eindruck, da sitzen Leute, die lesen das, und wenn man sich dann Kommentare in sozialen Medien anschaut oder sich umhört, die geforderten Strafen für diese bösen Corona-Leugner und Covid-Idioten, die können ja nicht hoch genug sein. Müsste man, wenn es nach denen ginge, am liebsten ins Gulag stecken oder so. Also das fand ich wirklich erschreckend, dass sich die politische Kaste wirklich hinstellt und sofort postwendend reagiert. Das sind die Schuldigen. Die sind daran schuld, dass wir demnächst wieder alles zumachen müssen. Nicht etwa unsere eigene Politik, sondern die Bevölkerung ist schuld. Dieser Teil der Bevölkerung war es. Wir müssen über härtere Maßnahmen nachdenken, wir müssen das jetzt alles durchsetzen, und die Leute stehen davor und fordern noch härtere Strafen, noch härtere Maßnahmen, um diese Leute ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Es gibt auch noch das Problem, dass ja versucht wird, jetzt diese Angst zu verstetigen. Das heißt, dass man mit der Präsident der Weltärzteorganisation, Montgomery, der sprach ja, wir können nicht von erster oder zweiter Welle reden, sondern wir müssen von der Dauerwelle reden. Hat wahrscheinlich ein Friseur gesagt, aber das ist eine Sache, die ist sowas von, die zeigt so ein bisschen, dass da offenbar versucht wird, diese angstmachende, diese Mechanismen weiterhin nutzen zu wollen, dass man sich damit etabliert. Und dass Leute sich darauf einrichten, dass es möglich sein könnte, eventuell die Menschen weiterhin damit zu beeinflussen. Das ist natürlich, ich finde das besonders erschreckend. Ja, also aus meiner Sicht gibt es zwei Themen, die ich relativ gut erklären kann. Weshalb verhält sich die politische Elite so, die Medien und so weiter, ist die... Zunächst die einfachste Erklärung, es mussten Entscheidungen getroffen werden, und dann stellt man fest, die Entscheidungen waren übertrieben. Und jetzt beginnt im Grunde genommen eine narzisstische Problematik, dass es Menschen mit einer narzisstischen Störung schwerfällt, Fehler einzugestehen und zu sagen, ja, das tut uns leid, es war halt falsch, und müssten jetzt Konsequenzen ziehen. Diesen Mechanismus, den kann ich gut verstehen und erklären. Und der spielt mit Sicherheit eine Rolle, jedenfalls bei denen, die politisch und medial an der Macht sind. Ich kann auch den zweiten Mechanismus erklären, den massenpsychologischen. Wie gesagt, dass dann es eine große Tendenz gibt, Mitläufer zu sein, sich wieder anzupassen, zu gehorchen, um ja nicht geschimpft, ausgegrenzt zu werden. Das erlebt man ja. Das gehört ja im Moment in die Reaktion, dass man jeden, der anders denkt oder eine andere wissenschaftliche Basis zur Verfügung stellt, auf übelste Weise diffamiert wird. Also es ist schon absurd, was da alles zusammengekratzt wird, was das alles für schlimme Menschen sein sollen, die einfach ihr normales menschliches Recht des Protestes in Anspruch nehmen. Also diese beiden Mechanismen kann ich mir erklären. Aber jetzt kommt für mich etwas, da komme ich nicht weiter in meinem Denken, meiner Erfahrung, dass das sich so ausweitet. Sind denn die Menschen, also die uns führen, wirklich so krank? Sind die Massen erneut wirklich so krank als Mitläufer, wie wir es ja schon zigmal in Deutschland erlebt haben? Das fehlt mir, obwohl ich als Psychiater und Psychoanalytiker sehr viel Erfahrung habe, wie Menschen sind, fällt mir sehr schwer, das zu akzeptieren. Und da frage ich mich, und deshalb hoffe ich auch ein bisschen auf den Corona-Untersuchungsausschuss, dass deutlicher werden könnte, ob es nicht doch einen großen Plan gibt, der auf diese Weise durchgesetzt wird. Eben mit Hilfe von Angstmache, von Panik, und dass im Schatten dieser Einschüchterung der Menschen dann doch allmählich etwas
realisiert und umgesetzt wird, was ja unser aller Leben wesentlich verändern und beeinflussen wird. Also diese Frage bleibt für mich noch offen. Ich befürchte, dass es so etwas gibt. Wie gesagt, alles andere davon auszugehen, dass die Mächtigen und ein Großteil der Massen so schwer gestört sind, dass diese Prozesse so spaltend ablaufen, so feindselig, so hassvoll ablaufen, ist zwar möglich aus meiner Erfahrung, aber es ist schwer auszuhalten. Das muss ich mal zugeben. Ich meine, wir hatten das ja auch schon eingangs mal erwähnt, da sind ja auch so ein bisschen die Fragezeichen hier im Ausschuss ursprünglich entstanden, also auch die, oder mit, oder haben sich da weiter verfestigt, als das Bundesverfassungsgericht ja jetzt im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit gesagt hat, dass eben das Geschehen immer begleitend beobachtet werden muss und eben dann entsprechend auch die Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen eben angepasst werden müssen. Und das ist ja hier schon wirklich faszinierend, dass das eben einfach nicht passiert. Ja, und ich habe jetzt auch gerade über Australien einen Bericht gelesen, wo die jetzt mit, ich glaube, 221 Toten das ganze Land in einem wahnsinnigen Lockdown haben und mit irgendwie, dass man allein draußen eine Maske tragen muss und so weiter. Also das sind schon so irgendwie extreme Zusammenhänge. Und das ist wirklich erstaunlich. Und das tatsächlich auch hat sich auch bislang noch nicht vollständig erhellt, wie das jetzt warum sich das so festgesetzt hat. Ja. Sie kennen ja sicher den Ausspruch des ehemaligen Verfassungsrichters, ich glaube, Di Fabio, war das, der gesagt hat, wenn ich einen Staatsstreich vorhätte, würde ich eine Pandemie erfinden. Ja, das ist nicht von mir, leider, aber ich finde, das ist genau treffend. Also wenn es irgendeine politische Agenda gibt, dann ist das im Moment die raffinierteste Methode, die Menschen zu ängstigen. Ich glaube, damit ist der Gehorsam gesichert. Ja? Denn das trifft Urängste, wenn man sagt, das ist ganz gefährlich. Du kannst schwer erkranken, du kannst daran sterben. Das wissen Menschen, seitdem sie leben. Aber dass das jetzt so betont wird, hat natürlich eine Wirkung. Und damit wird ein hohes Maß an Gehorsam, an Unterwerfung hergestellt und permanent durch das Aufrechterhalten einer Maskenpflicht perpetuiert. Also So, wenn es um gesundheitliche Themen geht, dann haben wir sehr, sehr häufig in der Gesellschaft diese Situation, dass da jemand ist, der eine Frage hat oder leidet. Und auf der anderen Seite gibt es die Wissenschaft, die das, was man machen könnte, dann zur Verfügung stellt. Und dazwischen gibt es aber im Gesundheitswesen die Vermittler, das sind die Ärzte. Wir haben die Ärzteschaft, die verpflichtet ist, das, was man wissen kann, zu wissen, die sich fortbilden muss, die alles das anschauen muss, was man nehmen könnte, um demjenigen, der Not hat oder in Gefahr ist, zu helfen. Und wir verlassen uns, wir vertrauen denen, die Ärzte haben eine Sonderstellung. Vor dem ziehen wir uns aus, denen sagen wir alles. Dafür zahlen wir ganz viel Geld jeden Monat. Also wir geben ganz viel Geld dafür, dass wir diese Hilfe haben. Ich frage mich jetzt, wo sind jetzt die Ärzte mit ihrer kritischen Auffassung? Ich bin ja einer von denen. Aber die haben das auch alle gelernt, wie eine Infektionskrankheit abläuft. Die haben auch was über das Immunsystem gelernt, alle. Die wissen, dass wir T-Zellen haben. Das müssen sie wissen. Die wissen, dass wir ein Immungedächtnis haben. Die können in der Literatur nachgucken, was war denn mit den Coronaviren die ganzen Jahre zuvor? Wo sind sie denn alle? Und da frage ich, weshalb machen die da mit? Weshalb lassen die sich so ein Blödsinn vom Tierarzt erzählen, der Chef des Robert-Koch-Instituts ist? Was ist das für ein Schwachsinn? Oder der Virologe, der ja wirklich einen sehr, sehr engen Blickwinkel hat auf seine Moleküle in seinem Computer, der uns sagt, wie gefährdet die Welt ist. Die Ärzte, die jeden Tag mit Patienten umgehen, die jeden Winter ihre Infektionskrankheiten bei den Patienten sehen und die Patienten beraten, die können denen doch das... Ich mache doch nichts anderes. Ich sage denen, ich handle so, wie ich immer handle. Was gibt es für Gründe
für Ärzte, das nicht zu machen, da nicht kritisch zu sein, alles zu vergessen, was sie gelernt haben. Das ist es die Kranken bei den Krankenhäusern, verstehe ich, dass sie kriegen 560 Euro für ein leerstehendes Bett und können Personal entlassen und kriegen das Geld so. Die werden einfach bestochen, damit zu machen. Was kriegen die Ärzte, dass sie da mitmachen? Ja, also ich sehe das auch so wie Sie. Ich frage mich auch und wundere mich. Und ich habe erstmal nur eine ganz simple Antwort. Die Ärzte sind nicht anders oder besser als alle anderen. Also auch unter den Ärzten gibt es welche Mitläufer, und die eben keine Schwierigkeiten haben wollen, die verdienen wollen und so weiter. Und es gibt eben die andere Gruppe, die eben protestiert, die versucht, das weiter zu analysieren. Also ich glaube, man überhöht die Hoffnung auf diesen Berufszweig, dass die anders wären, souveräner wären als die also die anderen Menschen. Also ich glaube, es wird noch sich zuspitzen, wenn es ums Impfen geht. Wenn Ärzte gezwungen werden zu impfen oder wenn sie nicht geimpft sind, ihre Praxis nicht mehr führen dürfen, weil sie dann ja als Gefährder gelten. Dort wird es nochmal, denke ich, hochkochen, und da kann man nur hoffen, dass sich Ärzte wirklich ihrer Aufgabe, ihres Wissens, ihrer Erfahrung bedienen und aus der Deckung kommen. Das hoffe ich. Das läuft ja jetzt, dieses Märchen, es handelt sich um eine Impfung, aber das, was geplant ist, ist eine gentechnische Veränderung des Menschen. Das hat kein Arzt bisher erlebt, das hat noch keiner gesehen, das kennt kein Arzt. Ja. Und wenn er das mit sich selber machen lässt, muss er schon sehr mutig sein, weil er wahrscheinlich, es besteht eine gewisse Berechtigung, dass das, was wir erlebt haben in der Schweinegrippezeit, als wir einen Pandemie-Impfstoff angeboten bekommen haben, der sehr, sehr viele Nebenwirkungen hatte, der sehr, sehr gefährlich war, dass das sich diese Interessenverhältnisse sich nicht stark geändert haben, sondern im Gegenteil vielleicht noch verschärft haben. Und damals war die Ärzteschaft ja so, dass sie, da ging es ja gar nicht darum, dass Ärzte geimpft wurden, sondern da ging es darum, dass Deutschland 50 Millionen Impfdosen gekauft hatte und die Ärzte baten, nun gib das mal den Menschen. Und da haben die Ärzte ganz kritisch reagiert. Nur 4 Millionen Menschen sind in Deutschland geimpft worden. Ja. Und fand ich toll. Da haben die Ärzte gesagt, nö, so einen Impfstoff gebe ich meinen Patienten nicht. Und das waren sehr viele, die das gemacht haben. Und ich hoffe, dass ich hoffe auch darauf. Das ist viel gefährlicher als bei Pandemie-Impfstoff. Viel höheres Risiko. Ja. Und allein, wenn Sie sich vorstellen, es muss bei Ihnen selbst gemacht werden, ich würde mich mit Haut und Haaren wehren davor, dass mich jemand gentechnisch verändert. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein anständiger Arzt eine solche Impfung oder eine solche Beeinflussung, genetische Beeinflussung mit vollziehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hoffe auch darauf, dass der Widerstand an der Stelle wachsen wird. Ja, hoffentlich. Ja. Das ist ja eigentlich so ein bisschen seltsam, auch die Kommunikation läuft ja in Bezug auf die Masken eigentlich gar nicht in die Richtung, wie wir schon gesagt hatten, es ist jetzt unbedingt erforderlich, weil es eben medizinisch was bringt, sondern eigentlich wird ja direkt gesagt, ihr sollt die nur als Erinnerung tragen. Und das finde ich jetzt unter zwei Aspekten eigentümlich. Also so dieser Gedanke, dass also jemand, der schon durch so eine traumatische Situation gegangen ist, also ich hatte schon mal das Beispiel da auch vorhin gemacht, dass wir, dass jemand, der vielleicht überfallen worden ist in einem Park, ja, und man sagt dem jetzt, zieh bitte immer die gleiche Jeansjacke an, die du da getragen hast in dieser belastenden, schrecklichen Situation, damit du dich erinnerst, dass du nicht wieder nachts durch diesen Park gehst. Und damit ist ja ständig sozusagen wieder dieses, also vielleicht will ich die Jacke eigentlich lieber wegschmeißen oder verbrennen, dass ich nicht mehr daran erinnert werde, aber so habe ich sie eben immer wieder, jetzt wie die Maske eben auch immer wieder auf. So, das ist ja irgendwie, dass einem das so gesagt wird, also ihr sollt es immer machen, damit ihr euch eben an diese Problematik, an diese Situation, also natürlich jetzt zukunftsgerichtet, so wird es ja kommuniziert, dass es eben in der Zukunft schützt und so weiter, so, aber eben, dass einem eigentlich sowas gesagt wird, so was ja
eigentlich jetzt auch wiederum nicht in Einklang steht mit dem, wie sich die meisten Menschen ja erleben, nämlich als mündige Bürger, die sich informieren können, die vielleicht in der Zeitung lesen. Also keiner sagt ja sowas, häng dir jetzt irgendwie ein kleines Amulett um den Hals und dann wirst du nicht krank werden. Aber es hat ja sowas, wenn ich gleichzeitig dazu sage, es bringt medizinisch eigentlich nichts oder so gut wie nichts, aber dass du dich erinnerst. Also ich finde, das hat schon einen seltsamen Aspekt und ich weiß gar nicht, also ja, dass die Leute das da nicht irgendwie anders hinterfragen. Natürlich werden wir Viren haben, solange wir leben. Und dass die Erinnerung daran, dass es eine Infektionsgefahr gibt, auf diese Weise aufrechterhalten wird, halte ich wirklich für höchst problematisch, weil in meinen Augen geht es nicht um die Erinnerung an eine Infektionsgefahr, sondern es geht um die permanente Erinnerung, untertan zu sein, gehorsam sein zu müssen. Das wird auf diese Weise konifiziert. Und deshalb ist es so bedenklich, das ist wie eine Uniform. Ich bin dann kein individueller Mensch mehr. Ich bin eben ein Maskenträger, wie es sich gehört. Ich bin ein gehorsamer Bürger, was so gewollt wird. Und jetzt kommt ja die andere Seite dazu, dass wir mit der Maske ja auch eine soziale Distanz herstellen. Also nicht die der Angst, aber eben auch der fehlenden Kommunikation über die Mimik. Das wissen wir ganz genau, wie sehr Kinder und je kleiner, umso mehr angewiesen sind, das Gesicht ihrer Mutter zu sehen, weil dort die Kommunikation mimisch im Wesentlichen stattfindet, eben auch schon zu einer Zeit, wo das Kind noch gar keine Sprache hatte. Nimmt es aber Gefühle, Reaktionen der Mutter durch ihren Gesichtsausdruck, natürlich auch durch die Körperhaltung und so weiter wahr. Und wir leben auch als erwachsene Menschen im Grunde genommen davon, dass wir uns ins Gesicht schauen, dass wir im Gesichtsausdruck wahrnehmen, ist was ehrlich, ist der freundlich, ist der anständig, meint das echt. Und wenn das verdunkelt wird, im Grunde genommen, geht uns eine wesentliche Orientierung der Kommunikation und damit der Beziehung verloren. Und das ist im Grunde genommen die Auflösung einer menschlichen Gesellschaft, wenn wir uns nicht mehr angemessen mimisch, körperlich verständigen und kommunizieren können. Also das halte ich für die, dass die Menschen darauf eingestellt werden, auf immer gehorsam zu sein, untertan zu sein. Kann das eventuell insofern sich entwickeln bzw. abgelöst werden, die fehlende Mimik und so weiter, dass sich alle darauf verständigen, guck, der hat eine Maske auf, dem kannst du vertrauen? Ja, das ist dann der Gipfel der Perversion. Ja. Vertrauen, dass er gut wirksam ist, ja. Ja. Aber ich meine, mit der Geschichte, die die Kollegin Viviane Fischer erzählt hat, dass man trägt keine Maske und im nächsten Atemzug wird einem schon zugetraut, die Colaflasche zu klauen. Also wer keine Maske trägt, der klaut auch. Und wer keine Maske trägt, der ist der raubt. Wer keine Maske trägt, der mordet, weil er ja andere Leute infizieren möchte. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr, dass sich da so eine schleichende Ausdehnung für die Zuspitzung auf ein Symbol, ja. Also wenn man sonst sagen kann, es gibt viele Anzeichen, was man bei Menschen sehen kann, wie der ist. Ist der freundlich? Ist der anständig? Ist der ehrlich? Gibt es viele Anzeichen, ja? Oder eben das Gegenteil. Und jetzt wird das konzentriert eben auf die Maske und so wie Sie sagen. Also dann ist der anständige Mensch, der Maskenträger, egal was es für ein Schwein oder für ein Verbrecher ist. Und der Unanständige ist der, der die Maske ablehnt, egal was das für ein edler Mensch ist. Ja, das ist der Irrwitz, der auf diese Weise hergestellt wird.
Ja, und deswegen halte ich, was Sie auch angedeutet haben, den Verweis oder die Frage, warum wir aus der Geschichte nicht gelernt haben, weil ein Symbol tragen, um Zugehörigkeit zu den guten Menschen zu haben und die anderen Menschen anhand eines anderen Symbols zu kennzeichnen, das haben wir in unserer deutschen Geschichte schon mehrfach durchgemacht. Und wir haben es in der deutschen Geschichte auch schon mehrfach durchgemacht, dass sich sowohl die Politik als auch das Recht die Medizin zur Hilfswissenschaft genommen hat, um menschenfeindliche oder gesellschaftsspaltende Agenden durchzusetzen. Das ist zum einen sicherlich die Psychiatrie gewesen, die eine unrühmliche Geschichte hatten in dem Zusammenhang, aber eben auch, ich sag mal, die Humangenetik, wo man ja auch eine Zeit lang mal wissenschaftlichen Konsens hatte, dass es bestimmte Menschen gibt, die anderen schon Kraft ihrer Genetik überlegen sind. Und da gab es ja genügend Wissenschaftler, die diese Einladung, dazu doch mal was zu sagen, dankend angenommen haben. So ist es leider. Und das ist, weil es so ist, ist für mich das wesentliche Motiv, mich dagegen zu sträuben. Also über diese Dinge kritisch nachzudenken und nicht einfach alles so laufen zu lassen. Das ist mein zentrales Motiv. Also ich bin aufgewachsen, ja, eben in der DDR mit der Frage, wie konnte das alles sein? Also wie war das mit den Nazis und wo sind die denn jetzt eigentlich? Dann hieß es immer, die sind alle im Westen. Und dann habe ich festgestellt, naja, im Westen haben viele Nazis die Bundesrepublik mit aufgebaut. Und wo waren die in der DDR? Also die Erkenntnis, dass sich psychodynamisch in der Grundlage menschlichen Verhaltens Dinge wiederholen oder fortsetzen, obwohl der Überbau, der gesellschaftliche Überbau ganz anders sein kann, der hat mich mein ganzes Berufsleben lang beschäftigt und auch beunruhigt, eben mit in dem Wissen, wir können eine ganz andere äußere Gesellschaft haben, also von einem, sagen wir mal, totalitären System zu einem demokratischen. Aber wenn die Menschen sich nicht mit verändern, keine innere Entwicklung haben, dann droht die Gefahr, dass die Psychodynamik der gesellschaftlichen Fehlentwicklung wieder in Krisenzeiten einsetzt. Ich unterscheide deshalb ja auch sehr deutlich von einer äußeren Demokratie und einer inneren, ich meine eine innerseelische Demokratie. Eine äußere Demokratie ist das, was wir bisher noch hatten, aber sie ist nicht in dem Sinne innerseelisch von vielen Menschen getragen. Mit innerseelisch meine ich, dass jeder Mensch im Grunde genommen seine eigenen seelischen Schwächen, Minderheiten, Fehler, Lügen, Heucheleien, die ja jeder von uns hat, kennt und zu regulieren in der Lage ist. Denn wenn nicht, dann gehört er im Grunde genommen zu den Spaltern einer Gesellschaft. Dann muss er die Anteile, die er bei sich nicht wahrnehmen will, weil sie ihn irgendwie unangenehm sind oder ängstigen, muss sie bei anderen projektiv finden und dort denunzieren und bekämpfen. Das geht in einer äußeren Demokratie so lange gut, solange es wirklich eine Meinungsfreiheit und Pluralität gibt, sodass man sagen kann, jeder einseitig Verrückte oder Gestörte wird durch den nächsten anderen Verrückten oder Gestörten mit dieser inneren Problematik neutralisiert oder kompensiert und so weiter. So können eine Gesellschaft eben nach außen hin demokratisch funktionieren. Aber wenn es zu einer Krise kommt, wie wir sie jetzt haben, also schon vor Corona durch viele Einflüsse, ja, Finanzen und Klima, Umwelt, Migration und so weiter, dann bricht das äußere Zusammenspiel zusammen und die Menschen sind wieder im Grunde genommen ungeschützt ihrer nicht bewältigten inneren Situation ausgeliefert. Und jetzt könnte nur der sich Demokrat nennen, der es nicht nötig hat, andere zu bekämpfen, also die Spaltung mitzumachen und andere zu beschimpfen, hassvoll zu verfolgen, zu hetzen, um seine eigenen unbewältigten Dinge projektiv unterzubringen. Und in der Situation sind wir, die gesellschaftliche Krise. Die Menschen sind praktisch ihrer Hauptkompensation, die 40, 50 Jahre gewirkt haben, beraubt oder es wirkt nicht mehr. Und jetzt bricht im Grunde genommen die eigene demokratische
individuelle Unfähigkeit wird deutlich, sie bricht wieder durch und führt zur Spaltung in der Gesellschaft. Und das ist für mich die Wiederholung oder Fortsetzung unter anderen Vorzeichen der Psychodynamik totalitärer Verhältnisse. Und das ist das, was mich so, das belastet mich, das miterleben zu müssen. Ich glaube, ich verstehe davon etwas und bin ohnmächtig. Ich kann nur drüber reden oder ich kann protestieren, kann Bücher schreiben, aber im Grunde genommen kann ich es nicht aufhalten. Wir haben ja die Kunst noch. Die Kunst, die wir haben, die uns Freiräume gibt. Denken Sie an Wolf Biermann in der DDR. Denken Sie an Leute, die als Künstler das Maul aufmachen. Und ich finde es so wichtig. Ich habe gerade ein Filmprojekt vor Augen. Wir sprachen über die Mimik. Wir sprachen über die Feinheiten des Ausdrucks, die Schauspieler ja lernen, die uns beeindrucken. Oder auch manchmal nur, wenn sie Komikdarsteller, ich denke an einen Film von Johnny Depp, wenn man da die eine Maske aufsetzen würde, den ganzen Film über, dann wird man die ganze feine Ironie an Gesicht zeigen kann, wird man überhaupt nicht erkennen können. Und ich möchte jetzt Filme, berühmte Filme, einfach mal, bearbeitet sehen, dass die alle, egal wie berühmt und wie toll die Schauspieler sind, alle so eine Maske raufkopiert haben, dass man das alles nicht mehr sieht. Und dann guckt man sich den Film nochmal an. Ich glaube, dann kapiert man, was uns verloren geht, wenn wir den Kindern die Maske aufsetzen. Wie schön sind manchmal das feine Lächeln, wie schön ist das. Da sind so viele Feinheiten, die in der Kommunikation die das Leben schön machen. Und die werden alle zugepappt mit diesem Ding. Das ist, also ich finde, Künstler hätten hier eine Riesenchance, uns das vor Augen zu führen, was da für ein Blödsinn gemacht wird jetzt. Und mit fehlendem Ton könnte man einen solchen Film immer noch besser verstehen, als wenn die alle eine Maske hätten. Ja? Ja, als Stummfilm, ja, könnte man es immer noch deuten. Ja, richtig. Ja. Das ist ja wirklich monströs. Also wir haben jetzt die, jetzt muss ich mal kurz gucken, also in einer Viertelstunde wird Frau Prusser, die hat eine, Daniela Prusser, Psychologin, die hat uns eine Studie, ja, die habe ich gelesen. Sehr gut. Genau, sie hat ja eine Studie erarbeitet, wo sie eben mit Menschen also überprüft hat, was, ich glaube 1000 Personen waren das, wo sie geguckt hat, also wie sind die jetzt beeinträchtigt durch die Maske, und da waren auch, wenn ich das richtig erinnere, das wird sie uns gleich noch genauer erzählen, nur 5%, die vorbelastet waren sowieso, und die anderen haben trotzdem ähnliche Symptomatiken entwickelt, wie die da sowieso schon ein bisschen vorbelastet waren durch psychische Konstellationen oder sowas. Jetzt ist so, die Frau Prusser wird in einer Viertelstunde oder in Viertelstunde zu uns stoßen. Also Herr Dr. Marz, wenn Sie Zeit haben, wäre es schön, wenn Sie vielleicht noch der Sache beiwohnen würden auch. Ich weiß nicht, ob Sie es einrichten könnten. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht jetzt noch mal eine kurze Pause von 10 Minuten, bis Frau Prusser dann zu uns stößt. Wenn das ich kann noch ein bisschen da sein. Jetzt ist es so bis 2:30 ungefähr. Genau, dann können Sie vielleicht da noch ein bisschen dabei sein und vielleicht dann ergeben sich noch weitere Fragen. Alles klar, dann machen wir jetzt noch mal eine kleine Pause und sind dann um 14 Uhr wieder da. Ja. Yeah.